OE24 gibt's jede Stunde Geld fürs Radio hören. Ja, super! Ich freue mich riesig darüber. Danke, 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 danke. 10.000. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das OE24TV Wahlbarometer. Ja, schönen guten Abend. Willkommen bei unserem Wahlbarometer am Donnerstag. Wie immer werden wir die Umfrage jetzt auch noch politisch analysieren, und zwar mit Peter Westenthaler und Josef Tschapp. Und wir starten auch jetzt gleich einmal mit der Sonntagsfrage, und zwar der Hochrechnung der Sonntagsfrage. Wie schaut das diese Woche aus, wenn die Österreicherinnen und Österreicher wählen würden? Die FPÖ käme in dieser Sonntagsfrage auf 33%, also ein deutliches Plus von 3 Prozentpunkten gegenüber der letzten Umfrage und sogar von mehr als 4 Prozentpunkten gegenüber dem Wahlergebnis von vor 2 Wochen. Die ÖVP bei 26 plus 1 zur letzten Umfrage ist in etwa das, wo man am Wahlsonntag gelegen ist. Die SPÖ rutscht auf 19% ab, minus 1, wohl auch aufgrund der aktuellen Diskussion um Parteichef Andreas Babler. Auch die Neos verlieren einen Prozentpunkt in der Umfrage. Minus 1 bedeutet 10%. Die Grünen ebenfalls minus 1, kämen auch auf 7% nur noch. Und die KPÖ wäre mit 2%, wie jetzt ja auch nicht im Nationalrat vertreten. Andere Parteien liegen bei 3%. Herr Tschapp, wird mit Ihnen starten, in dem Fall 33% für die FPÖ. Das ist der höchste Wert, den wir zumindest in der Lasersfeld-Umfrage bisher eher ausgewiesen hatten in der Hochrechnung. Anscheinend befeuert der Bundespräsident derzeit die FPÖ eher, als dass er ihr schadet. Ja, das schaut ganz so aus. Also ich habe das schon einmal kritisch angemerkt. Der Bundespräsident sollte einfach das machen, was alle anderen Bundespräsidenten auch gemacht haben, nicht gerade mitverzögern, nicht irgendwelche Gesprächsrunden erfinden, sondern einfach sagen, das ist die stärkste Partei, die soll den Auftrag kriegen, die soll versuchen, dass sie eine Mehrheit im Parlament erreicht, und wenn sie das nicht schafft, dann kommt der zweite dran. Ich meine, da könnte man viel Zeit sparen. Ich denke, dass die wirtschaftliche Situation und die politische Situation in Österreich, aber auch global so ist, dass man rascher reagieren muss, rasch schauen muss, dass man eine funktionsfähige Regierung hat. Und die, die regieren wollen, die drei Parteien, eben ÖVP, SPÖ, NEOS, die sollen vor allem auch erklären, wo nicht das Gemeinsame zwischen den dreien ist, sondern was das gemeinsame Projekt für Österreichs Zukunft ist, dass es rechtfertigt, dass hier Konservative, Liberale und Sozialdemokraten gemeinsam so ein Projekt entwickeln. Diese Perspektive aufzuzeigen und das auch darzustellen und dann eben runterzudröseln auf die einzelnen Fach- und Sachbereiche, sozial gerechter, wirtschaftlich dynamischer, natürlich keine Unternehmersteuern erhöhen, ja, sondern schauen, dass der Standort da abgesichert wird, Beschäftigungsperspektive entwickeln, im Bildungssystem reformieren. Und das alles ist so eine Geschichte für eine, wie soll ich sagen, eine demokratische Gesellschaftsordnung, die ein bisschen offen und liberal ist, aber die, und weil wir immer gesagt haben, Leistung, Aufstieg, Sicherheit, das wäre eigentlich auch die Basis für diese drei Parteien. Weil warum sollen die drei gegen Leistung, gegen Aufstieg und gegen Sicherheit sein? Also das und dann natürlich auch, und dafür werden die NEOS haben ja da schon eine Kurskorrektur vorgenommen. Die SPÖ hat es ein bisschen schon angedeutet in ihrem Migrationspapier vor der Wahl. Und die ÖVP hat es sowieso schon in das Zentrum ihrer Kurskorrektur genommen, dass man dann, mein Gott, die Leute sagen immer, in Sozialfragen links der Mitte und in Migrationsfragen und Integrationsfragen rechts der Mitte. Ich kann mit links und rechts da gar nichts anfangen. Es geht einfach darum, dass man hier schaut, dass man in diesen heiklen Bereichen, die für die Bevölkerung so wahnsinnig wichtig sind, dann alle drei auf einen gescheiten Nenner kommen und da wirklich eine optimale Kompromissfähigkeit entwickeln und natürlich arbeiten statt streiten. Aber als Slogan, den einmal schauen wir ein. Ein Kandidat, der Werner Feinmann damals gehabt hat, das würde auch für diese drei gelten. So, also da muss jetzt schleunigst auch etwas kommen, was nicht nur bloß wer ist, wo hat, welche Funktion, welchen Minister, das interessiert niemanden, sondern was interessiert es, was soll geschehen und welche Ressorts sind da auch besonders einzubeziehen. Und was man nicht vergessen darf, und da schließe ich gleich eine Einladung einmal ab, in einer Regierung gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Das ist ganz wichtig. Wenn also die drei da zusammenkommen in so einer Regierung, dann müssen sie vorher
sich absprechen, koordinieren, kommunizieren in der Öffentlichkeit, schauen, dass es Unterstützung gibt. Und dann gibt es das Einstimmigkeitsprinzip. Und das Fixieren auf den Kanzler ist relativ. Der hat keine Richtlinienkompetenz wie der deutsche Bundeskanzler. Wirklich wichtig, fast wichtiger als der Kanzler, als der Finanzminister, weil der direkt Einfluss nehmen kann auf die einzelnen Ressorts. So, das ist meine Philosophie, die ich dazu jetzt habe. Sagen wir, politische Analyse, weniger jetzt in dem Sinn Philosophie. Und das mit der FPÖ wundert mich nicht, ja, weil wenn der bei der Wahl Erster ist und anstatt dass er gleich einen Regierungsauftrag kriegt, sagt man ein bisschen warten und rösten und schwitzen und dann schauen wir mal, was dann wird. Ich halte das für einfach für keine gute Vorgangsweise, aber der Bundespräsident muss das selbst verantworten und wird das schon argumentieren. Plus 3% in einer Woche, das ist schon ein ordentliches Plus, muss man sagen, 33%, wie gesagt, höchster Wert, den die Lazarsfeld-Gesellschaft der FPÖ bisher in einer Umfrage ausgewiesen hat. Ist das schon das Ende der Fahnenstange oder geht das jetzt in den nächsten Wochen Ihrer Meinung nach sogar noch weiter rauf? Ich korrigiere, plus 4% seit der Nationalratswahl, also sogar über 4%, 4,1%, das ist ein Erdrutsch. Und diese 4% plus, 4,1% plus, die müssen ja von irgendwoher kommen. Das waren Menschen, die offensichtlich bei der letzten Wahl noch nicht die Freiheitliche Partei gewählt haben. Das heißt, was hier im Moment passiert, und das ist eine sehr ernste Angelegenheit und auch nicht wirklich irgendwas, wo man im Moment locker drüber, flockig sein, ein bisschen lachen. Nein, wir befinden uns in einer, spätestens seit gestern, seit der Entscheidung des Bundespräsidenten, in einer tiefen Staatskrise, in einer Demokratiekrise, die der Bundespräsident selbst verschuldet hat. Und was die Österreicherinnen und Österreicher schon immer hatten, sei es bei Volksbegehren, Volksabstimmungen, bei den wenigen, die es gab, erinnern wir uns Zwentendorf, sei es bei Wahlen, die Österreicherinnen und Österreicher haben ein sehr gutes Sensorium für Demokratie, für Recht, Unrecht, für das, was sich so am politischen Theater abspielt. Und seit gestern sind da, und ich höre das überall in den Kommentatoren und überall in den Gesprächen, die ich führe, die Dämme gebrochen. Mit dieser antidemokratischen Entscheidung des Bundespräsidenten, was ist passiert? Er hat im Wesentlichen uns offiziell nun mitgeteilt, was inoffiziell eh schon jeder wusste, nämlich, dass er eine Ampelkoalition will gegen den Wahlgewinner. Dass er nicht einmal in der Lage ist und nicht willens ist, in der Lage wäre er. Er ist nicht willens, den Wahlsieger vom Wahlsonntag in einer demokratischen Usance der Zweiten Republik, die bisher noch nie gebrochen worden ist, den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt. Und nicht nur das hat er nicht gemacht, sondern er hat eine Interpretation an dessen Stelle, an der Stelle der Usance, eine Interpretation von sich selber gesetzt. Er hat sich überhöht. Er hat gesagt, dass er der Meinung ist, es ist derzeit ein Bad. Das stimmt aber nicht. Und das muss auch nicht stimmen, denn so ein Bad kann ja, wenn jemand einen Regierungsbildungsauftrag hat, auch gelöst werden. Aber es ist oft passiert schon in der Vergangenheit. Warum soll das nicht diesmal auch passiert sein? Das heißt, was schlicht und ergreifend passiert ist, ist, Alexander Van der Bellen ist ein Antidemokrat und hat das gestern gezeigt. Und jetzt sagen wir schon mit dieser Umfrage, die Menschen mit erhobenen Zeigefinger spielt nicht mit der Demokratie, ist das Signal. Und zwar Van der Bellen und dieses Kartell der Wahlverlierer, SPÖ, ÖVP, NEOS und Grüne, hört auf mit der Demokratie zu spielen, spielt nicht mit dem Wählerwillen und vor allem spielt nicht als Wahlverlierer den Sieger. Denn das ist ja die Uminterpretation des Wahlergebnisses. Und da sind die Menschen sehr, sehr sensibel. Und in Vorarlberg, weiß ich, scharen die Menschen, viele Unentschlossene, bis sie gesagt haben, mir interessiert das nicht so. Am Sonntag dagegen ein deutliches Protestzeichen zu setzen, gegen den Bundespräsidenten, gegen die Überheblichkeit der ÖVP, die glaubt, sie hat die Wahlen gewonnen, gegen die SPÖ, wobei die im Moment ja eher ausscheidet als Regierungspartner, und auch gegen diese naseweisen, überpräpotenten NEOS. Ich glaube, dass das schon eine interessante Sache ist. Was wiegt es, das hat es? Es hat einen Wahlsieger gegeben, der Wählerin und die Wähler haben gesprochen, und der Van der Bellen hat die verdammte Pflicht, einen Regierungsbildungsauftrag zu erteilen und nicht jetzt parteipolitische Spielchen gegen die Demokratie und gegen den Wählerwillen zu spielen. Und was wiegt es hat, bedeutet auch, dass zwei Parteien, nämlich die Freiheitliche Partei und die ÖVP, mit über 55% eine ganz glatte Wählermehrheit haben. Und das wäre der Wählerauftrag. Ähnlich wie in der Schweiz, wo du ja per Gesetz, wo der Erste mit dem Zweiten per Gesetz eine Koalition bilden muss, weil das der Wählerwille ausdrücklich ist. Also das ist hochinteressant, und bei der Sozialdemokratie, da trat der Letzte das Licht ab. Also die verabschieden sich gerade
als ernstzunehmender Regierungspartner. Und diese Frage wird jetzt die ÖVP in den nächsten Tagen gestellt bekommen. Nimmt sie das alles ernst noch? Und ist tatsächlich eine Sozialdemokratie, wo du nicht weißt, wann der nächste Kasperl aus dem Karton hupft? Im Moment der Fussi, der Babler, das ist ja ein völlig zerstrittener, instabiler Haufen. Und das dann zu verkaufen als stabile Koalition, das muss man dann eh haben, erst einmal vorhupfen. Wo dann nach 3 Monaten Regierungsverhandlung plötzlich der Herr Fussi um die Ecken kommt mit 13.000 Unterschriften und sagt, das, was verhandelt worden ist, interessiert mich überhaupt nicht, sondern ich habe ja nicht verhandelt. Oder wo dann noch eine Mitgliederbefragung über ein Koalitionsübereinkommen monatelang stattfinden will. Die Sozialdemokratie ist seit gestern nicht mehr am Feld. Ich meine, sie war schon vorher mit dem Babel auch nicht, aber seit gestern ist sie eigentlich zerfallen. Und das wird sehr, sehr spannend. Und ob der Bundespräsident das so weiterspielt und quasi sein, wenn man so will, seinen Ruf damit endgültig ruiniert und er als einziger Präsident in die Geschichte der Republik eingehen will, der die Demokratie nicht zur Kenntnis nimmt und dem Wählerwillen den Fedehandschuh hinschmeißt, das muss der Bundespräsident entscheiden. 19% für die SPÖ in der Umfrage ist natürlich wirklich bitter, unter 20%, noch unter dem eh schon ohnehin historisch schlechtesten Ergebnis. Und das muss man fairerweise sagen, die Umfrage erfasst die letzten 14 Tage. Das heißt, das, was diese Woche um Rudi Fussi passiert ist, ist da zwar zum Teil erfasst, aber noch nicht komplett. Befürchten Sie, dass es noch weiter runtergeht für die SPÖ? Ich hoffe nicht, um Gottes Willen. Ja. Also ich sehe das einmal so, dass, so sehr ich kritisiere, dass der Herr Fussi da jetzt plötzlich kommt und sagt, dass er will da die Mitglieder befragen, ob nicht er vielleicht die Lösung für die Sozialdemokratie ist. Das bleibt jedem unbenommen. Die Statuten sind so, wie sie sind. Und das ist halt ein Versuch von ihm, sich da in der Frage einzubringen. In einem Punkt hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Wie er gesagt hat, das war ein bisschen unerklärlich, wie so am Wahlabend bei 21% dann in der Wahlkampfzentrale der SPÖ, die alle eigentlich gejubelt haben. Ja, ich meine, was da zum Jubeln gibt, habe ich nicht verstanden, wie ich zugeschaut habe. Aber war auch Mutmacher-Aktion vielleicht, um in der Zukunft nicht den Kopf hängen zu lassen. Vielleicht war das der Hintergrund. So, mehr will über den Herrn Fussi nicht reden. Schauen wir mal, was der von sich gibt. Und ich weiß nur, dass er in der SPÖ keine Unterstützung hat. Also ich habe mich da kundig gemacht in allen möglichen Bereichen der SPÖ seit gestern. Und es ist also absolut keine Unterstützung da. Aber allein wird das ja nicht machen. Im Moment macht das allein. Im Moment macht das allein. Und wer allerdings im Hintergrund die Finanzierungsquelle ist für seine Aktivität, sollte er selber darstellen, denn die Frage wird er ohnehin kriegen von den Journalistinnen und Journalisten. Und wer sozusagen allfällig aus der ÖVP, der Schwarz-Blau will und nicht die Dreierkoalition, der Meinung ist, Fussi wäre der richtige Torpedo, um zu verhindern, dass diese Ampel kommt. Das könnte er auch dann darstellen, ja. Aber das ist seine Sache. Also ich kann das nur kommentieren, ich nehme ihn ernst, ja, und ich respektiere jeden, der sagt, wir leben in einer Demokratie und ich nutze die Möglichkeiten, die eine Demokratie anbietet, und damit ist für mich die Sache einmal von der Seite erledigt. Ein zweiter Punkt ist, ich bin auch gegen ein Spiel mit der Demokratie. Noch einmal, es hilft alles nichts. Du brauchst, um Kanzler zu sein, um eine Regierung bilden zu können, im Parlament eine Mehrheit. Und da drinnen ist jeder Abgeordnete gleich viel wert. Und es ist jede Wählerstimme gleich viel wert. Also es gibt nicht Wählerstimmen, die ein Vielfaches an Wert haben, weil sie irgendwie am ersten Platz sind und eine relative Mehrheit haben. Das ist kein automatischer Anspruch auf irgendetwas, auch nicht auf Regierungsbeteiligung, auch nicht auf Kanzler oder sonst was. Also ich würde sagen, man soll da vorsichtig sein und man soll respektieren all die anderen, die 70%, die die anderen Parteien gewählt haben und die halt andere Vorstellungen haben von einer Regierung, einer Regierungskonstellation und so weiter. So, als Bundespräsident sage ich noch einmal, der Stärkste ist der Stärkste, die Tradition ist die Tradition, die Usance ist die Usance, und dann soll er einfach dem das auch geben. Aber was mich, wenn man so sagen, spielt mit der Demokratie, und ich habe das nicht ausgeführt und ich möchte nur einen einzigen Gedanken noch hinzufügen, warum ich so sensibel bin bei der Forderung der FPÖ, dass 250.000 Unterschriften zu einer Volksabstimmung führen, die einen verbindlichen Gesetzestext beinhalten kann dann bei der Volksabstimmung,
bedeutet das natürlich nicht, irgendjemand aus einem Gemeindebau im 22. Bezirk oder aus einem steirischen Dorf gleiche Möglichkeiten hat, wie jemand, der Zugang zu den Medien hat, viel Geld hat und auf diese Art und dieses Instrument nutzen kann, um selbst Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen zu können. Das unterhöhlt wirklich die repräsentative Demokratie. Das ist wirklich ein Spiel mit der Demokratie. Und wenn die FPÖ schon für direkte Demokratie ist, dann soll sie das SPÖ-Modell kopieren und soll auch den Vorsitzenden direkt wählen und soll sie auch den Mitgliedern stellen. Ja. Nein, ich glaube, nach der Aktion von Rudi Fussi... Das will ich mir jetzt nicht an die Brust helfen, das Modell, weil das ist ja in die Hosen gegangen. Ne? Nein. Naja, aber auf total. Entschuldigung. Nein, ihr könnt ja dann die Lehre daraus ziehen und sagen, wenn die FPÖ-Mitglieder den Hofer und nicht den Kickl wollten damals, dann hätte es ja niemand mehr gesagt, das darf man dann im Parteivorstand damit diskutieren, sondern hätte sie ja sagen können, wir machen das so, die Mitglieder entscheiden und dann ist es so. So, ich zweifle nicht, dass bei der jetzigen Mitgliederbefragung, dass der Kickl gewinnen wird, der ist jetzt erfolgreich, der gewinnt Wahlen und so weiter, aber nur, wenn man schon über dieses Instrument der direkten Demokratie redet, dann sollte man das auch letztlich breiter sehen. Allerletzter Punkt, was mich auch gestört hat bei dem Wahlprogramm, über das etwa diskutiert, so eine Lehrerbeschwerdestelle in den Schulen, wenn irgendjemand da drinnen über seinen Lehrauftrag auch eine persönliche Meinung äußert zu diversen Dingen in der Pause oder wo sonst auch immer, da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig und skeptisch und ich könnte das fortsetzen. Nur damit man ein bisschen kontroverseller da diskutieren, aber im Endeffekt noch einmal, respektieren ein Wahlergebnis heißt, dass der Erste den Auftrag kriegt. Noch einmal zur Umfrage kommen, zu diesen 19%. Aber die redet heute nicht gerne. Für die SPÖ. Verstehe, ja. Glauben Sie, dass das noch weiter runtergeht für die SPÖ oder ist das jetzt schon, sage ich mal, der unterste Rand? Es geht ja weiter. Schau, Rudi Fussi hat ja angekündigt, er glaubt, er macht jetzt jede Woche eine Pressekonferenz, auch zu inhaltlichen Themen. Das heißt, er wird das ausreizen, bis der Herr Babler die Segel streicht. Und das ist dieselbe Methode, wir kennen sie, gegen Randy Wagner. Das ist in Wahrheit Sturmreifschießen der Parteiführung und das wird auch passieren, aber damit ist sie nicht mehr regierungsfähig. Und der liebe Josef Schaab, du bist jetzt in eine ziemliche Sackgasse eingebogen. Das Problem ist, wenn man eine Sackgasse einbiegt, kann man nicht mehr weiterfahren. Ich bin ein Fußgänger, wenn du jetzt, bei mir geht alles. Wenn du jetzt ernsthaft, nicht besser, aber bitte besinn dich, das Mitgliederbefragungskonzept der SPÖ als Beispiel nimmst, das entstanden ist, aufgrund eines Excel-Föllers in Wahrheit. Warum macht sie nicht damit? Nicht besser, wo man sie verrechnet hat bei einem Parteitag. Und dann gewinnt einer die Mitgliederbefragung, Herr Doskozil, und ist aber nicht Parteichef geworden. Und das sollen wir kopieren. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das kannst du am Bugel bieten. Habe ich doch nicht gesagt. Ich habe gesagt, ihr sollt es nur... am Kallenberg aufwandern. Aber welche Partei sollten das übernehmen? Und jetzt kommt schon wieder ein Kasperl um die Ecke. Und braucht nur 13.000 Unterschriften, die übrigens kriegen wird. Und wird auf einmal Partei, ob man gegen den Marxisten... Beweis uns, dass du besser machst. Josef, das war eine ganz schwache Nummer. Und dass du ein Feind der direkten Demokratie bist, soll sein. Das kannst jede Sendung sagen, es wird dadurch nicht besser. Ja, ich bin ein voller Verfechter der direkten Demokratie. Ja, ich bin für die Aufwertung von Volksbegehren. Ja, ich bin für den Einsatz von Volksabstimmungen über jedes wesentliche Gesetz, damit endlich die Menschen im Land mehr Mitsprache, Mitbeteiligung haben bei der Politik, was ihr in eurer Regierung als SPÖ noch nie gemacht habt, bis auf eine, und ihr habt es verloren in Zwentendorf, das ist die Wahrheit, hat der Kreisky verloren. Das ist das Trauma der SPÖ, was einmal eine große Volksabstimmung in der Geschichte von hat, wo jetzt gleich überhaupt nie mehr eine machen. EU-Beitritt. Und ich bin dafür, Volksbegehren kein aufgewertet, und dieser Schmäh mit 250.000, dann gibt es ein Volksbegehren. Das ist, aber es gibt Verfassung, es gibt die österreichische Verfassung, der Verfassungsgesetz kann sich einfach aus den Angeln heben, daher kann die Demokratie nicht aus den Nagel heben. Hier geht es um Nachbefragungen. Wer bei Volksabstimmung kann nur eine Nachbefragung sein über ein Gesetz, das bereits beschlossen ist. Also tu nicht so, als dort die Welt. Untergehen. Und jetzt komme ich nochmal zum Thema. Ich weiß, es ist unangenehm, diese Umfrage. Und ich sage dir, dass das noch weiter oben geht, weil die Sozialdemokratie sich derzeit in alle Einzelteile auflöst. Und wer sagt denn, dass nicht nächste Woche der nächste Kasperl aus dem Karton springt und sagt, ich suche jetzt auch 13.000 Unterschriften? Und wer steht überhaupt hinter Fuße? Das hätte ich jetzt gerne mal wissen. Wer steckt da dahinter? Wo sind raus aus der Deckung? Wer hat das finanziert? Was sind das? Wo sind die Kerns? Der ewig beleidigte Loser der SPÖ, der alles verloren hat, was man verlieren kann, der jetzt Rache übt am System und den Fuß als Bagger vorschiebt. Wo sind die Dornauers, die Doskozils und alle, die sagen, der Fuß, unser Gespenst, den schickt man da jetzt vor. Also diese Partei ist kein Parteizustand im Moment und kann auch nicht eine Regierung bilden. Jeder, der mit denen heute eine Regierung macht, der muss ja von wilden Affen gebissen worden sein. Und deswegen
ist ja die Frage zu stellen, warum eine österreichische Volkspartei sich nicht bis heute, weil es ein Trauma natürlich hat, -12% ist sicher ein Trauma, aber wieso hat sich bisher noch niemand aus der österreichischen Volkspartei aus der Führung hingestellt, der Herr Nehammer zum Beispiel, und hat gesagt, ja, Punkt 1, wir akzeptieren das Wahlergebnis. Es gibt einen klaren Wahlsieger, es gibt eine Demokratie und daher hat er auch das Recht, Nummer 1 zu sein, den Kanzler zu stellen und eine Regierung zu bilden. Das ist eine klare Aussage. Damit würden Sie den Wählerwillen der Wählerinnen und Wähler, übrigens auch in Vorarlberg und der Steiermark, zur Kenntnis nehmen. Warum sagt er als Zweites nicht, es gibt einen aktuellen Status, und der bedeutet, mit der SPÖ kann man nicht koalieren, weil gar nicht weiß, wer dort mehr Ansprechpartner ist. Also gibt es einen Status quo, der nur mehr eine Konstellation möglich macht, und das ist FPÖ-ÖVP. Eventuell FPÖ-ÖVP-Neos, wenn man ganz fantasievoll ist. Aber es gibt nur mehr einen Status real, weil die Sozialdemokratie sich aus der Verantwortung mit ihrer Instabilität verabschiedet hat. Und warum stellt er sich nicht als dritten Punkt her, der Herr Nehammer sagt, wir haben derzeit die katastrophalste wirtschaftliche Situation in der Zweiten Republik. Wir haben ein Land, das in der Pleite sich befindet. Wir haben ein Land, das nicht 2,9% Defizit hat, sondern 4 im nächsten Jahr. Übrigens ausgerechnet vom Büro des Finanzministers, muss man sich vorstellen, der stellvertretende Bürochef des Finanzministers, ein gewisser Herr Reiter, soll jetzt Finanzminister werden. Na gratuliere, na ganz super, der uns alle angeschwindelt hat, dem wir das zu verdanken haben, der wird jetzt Finanzminister, na, das schauen wir uns schon genau an. Warum stellt er sich nicht hier und sagt, wir haben 6,6% Arbeitslose, wenn wir so weitermachen, haben wir im Herbst 10%. Das riecht nach Unruhen, das riecht nach Destabilität, wir brauchen eine rasche Regierungsbildung. Und dann sollen sie die zwei größten Kräfte des Landes zusammentun und das Land sanieren. Das wäre Lösung. Und die Regierung soll meinetwegen noch vor der steirischen Wahl gebildet werden. Dann werden auch die steirischen Wähler zur Kenntnis nehmen, dass ihre Stimme auch was wert ist. Und das wird vielleicht dann dort anders ausgehen, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls wäre das der Schlüssel, diesen Knoten zu lösen. In der Hand hat ihn ausschließlich die ÖVP und Nehammer, die sich vor der Wahl paktiert haben mit SPÖ und Neos, ich habe den Pakt ja immer mit, diese Regierung zu bilden, und der ist nicht haltbar. Schlicht und ergreifend aufgrund der aktuellen Ereignisse in der SPÖ, aufgrund der Wirtschaftssituation, aufgrund des Wahlergebnisses. Ganz einfach. Ich verstehe der Wortmeldung insofern nicht, weil wir waren jetzt jahrelang in Opposition, was willst du überhaupt von uns? Ja? Ja, diese ganze Messe, es hat zwei Regierungen gegeben, Schwarz-Blau und Schwarz-Grün. Ja. Genau. Ja, und daher schaut das Budget jetzt aus, wie es ausschaut. Ja, ja. Ja. Und dass die angeschwindelt worden sind alle von den Wirtschaftsforschungsinstituten, das habe ich kritisiert, genauso wie du. Kollektiver Rücktritt von allen Wirtschaftsforschern. Vor der Wahl dargestellt, wie wenn das gar nicht so schlimm war. Und nach der Wahl dann sagen, es ist doch schlimmer. Ja, aber trotzdem ist es so, dass man so ein Wahlprogramm nicht hinstellen kann. Und das trifft die ÖVP, die SPÖ zum Teil und die FPÖ natürlich auch und die Neos und alle anderen auch. Und dann musst du die Frage stellen, also reinen Wein einschenken den Menschen. Ja, welche Sparpakete drohen? Wo soll es Einsparungen geben? Wo, in welchem Bereich soll das gemacht werden? Okay. Und das halte ich für wichtig. Und ich finde, das gehört auch zu einem gewissen Maß an Glaubwürdigkeit. Nein, er hat ein bisschen geschwindelt. Darf ich noch kurzen Schummler. In eurem Wahlprogramm, geschwindelt sage ich das, ja, mit Sympathie verbunden. In eurem Wahlprogramm steht drinnen Volksbegehren 250.000. Tut mir leid, ich kandidiere. Nein, in dem Wahlprogramm, dessen Stimme du manchmal leihst. So du ist bist eine Leihstimme, eine blaue Leihstimme. Ja. So, und die haben eingeschrieben, Volksbegehren 250.000 ja. Dings, und dann kann man über dieses Gesetz, das Teil des Volksbegehrens, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV-Wahlbarometer. Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Wahlbarometers mit Josef Czapp und Peter Westenthaler. Wir starten diesen zweiten Teil mit der Kanzlerfrage. Schauen auch da gleich einmal rein. Wie würden die Österreicherinnen und Österreicher wählen, wenn sie den oder die Kanzlerin direkt wählen könnten? Herbert Kickl käme da hochgerechnet auf 31% plus 1 zur letzten Umfrage. Karl Nehammer würden 26% direkt zum Kanzler wählen. Andreas Babler 18%, Beate Meindl-Reisinger 14% und Werner Kogler 5%. Zweiten Teil starte ich mit Ihnen, Herr Westenthaler. 31% in der Hochrechnung für Herbert Kickl, muss man sagen, ist natürlich schon ein beachtlicher Wert. Wird schwierig für den Bundespräsidenten, da jetzt auf Dauer
das so durchzuziehen und ihm keinen Gesprächsauftrag zu geben, oder? Ganz genau so ist es. Das entlarvt auch das Denken des Bundespräsidenten. Er denkt nicht als Präsident, nicht präsidial, er denkt als grüner Parteisekretär, der er immer war, und von dieser Larve konnte er sich nie befreien. Und es tut ihm weh, es ist unangenehm, dass die Menschen nicht so entschieden haben, wie der Präsident es möchte. Ganz schlicht und ergreifend. Und deswegen hat er eine demokratische Usance aus den Angeln gehoben und agiert jetzt antidemokratisch. Und diesen Hut kriegt er so lange nicht weg, solange er nicht den Regierungsbildungsauftrag erteilt, um mit Reinhold Messner zu zitieren: Herbert Kickl ist der gewünschte Kanzler der Österreicher, mit Mehrheit, schlicht und ergreifend. Das ist so, und das muss man als Demokrat zur Kenntnis nehmen. Ich würde das auch, wenn es ein anderer wäre, ich hätte da überhaupt kein Problem. Als echter, gestandener Demokrat darf man mit so etwas, mit einer Wahlentscheidung, mit einem Ergebnis kein Problem haben. Die Wähler haben immer Recht, der Souverän und die Schönheit der Verfassung, alles Recht im Staate geht vom Volk aus. Das muss man einmal akzeptieren, und der Van der Bellen macht im Moment genau das Gegenteil, und da wird er Schiffbruch damit erleiden, denn damit bringt er sogar die Gegner der Freiheitlichen Partei auf die Palme, die sagen, das kann man nicht machen. Das hebelt die Demokratie aus, und ich sage es noch einmal, stellt vor, es wäre umgekehrt. Wenn jetzt ein blauer Bundespräsident war und die Grünen waren Erster, und ein blauer Bundespräsident wird sich so aufführen wie der jetzige, so antidemokratisch, hättest du Demonstrationen, wahrscheinlich Ausschreitungen, das Land würde brennen. Ich sage es nur dazu, damit man das einmal weiß, wo in Wahrheit die gemäßigten und wo die nicht gemäßigten Kräfte in dem Land sind. Das sollte man einmal wissen, und so bei der SPÖ kann ich auch nur zitieren, es ist erbärmlich. Also ich muss sagen, da hat er ja wirklich recht, der Rudi Fusse, mit seiner Zustandsbeschreibung der SPÖ. Das ist erbärmlich. Das ist kein Kanzlerauftrag, das ist nicht einmal ein Regierungsauftrag und schon gar kein Vizekanzlerauftrag. Die Menschen wollen den Babler nicht. Das sollte einmal die SPÖ zur Kenntnis nehmen. Jetzt hat es ihnen eh der Fusse gesagt. Und jetzt vielleicht denken jetzt mehr nach. Das ist einfach eine Abwahl gewesen. Auch der SPÖ, auch des Herrn Babler. Er hat überhaupt keinen Auftrag. Seine Politik ist nicht gewünscht. Seine Politik des gegen andere Hetzens, des gegen andere sie aus der Demokratie stellen, diese Agitation des Schreiens, des Anpöbelns, des anderen nicht zu respektieren. Mir fällt immer diese eine Runde ein, die erste Elefantenrunde, wo der Herr Babler allen Ernstes als einziger von allen, wo es gefragt worden sind, kannst du auch was Positives über deinen Gegner sagen? Er ist nichts eingefallen. Er hat die Größe nicht, er hat die inhaltliche Struktur nicht, und er würde das Land in Wahrheit noch schlechter machen, als es eh schon ist, mit 32-Stunden-Wochen, noch mehr Zuwanderer, die Steuern erhöhen der Unternehmungen. Das ist brandgefährlich. Dieser Mann ist brandgefährlich auch für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze, für die Arbeitnehmer und für alle Menschen, indem er zigtausende Zuwanderer über legale Fluchtrouten, wie es im SPÖ-Programm steht, hereinholen will. Und das juckt einige in der SPÖ jetzt. Und daher ist es für die Sozialdemokratie, gibt es ja nur ein Szenario, und das ist die Opposition, dort kehrt sie hin, dort soll sie sich erneuern. Ich glaube, dass das einfach der Auftrag, der Wählerauftrag auch war, mit dem schlechtesten Ergebnis in der Geschichte. Und ich kann nur davor warnen, so jemanden wie Babler, der auch Rechenschwächen hat, der einfach auch nicht die Kompetenz, nicht die Ausbildung, nicht den Intellekt hat, überhaupt ein Regierungsamt zu übernehmen, so jemanden in eine Regierung zu holen. Aber das ist nicht Aufgabe der Freiheitlichen Partei, das muss ich die ÖVP überlegen. Das ist ganz klar, das muss ich die ÖVP überlegen, ob das so sein kann, ob sie dem Land so jemanden antut. Und ich glaube, das sollte nicht passieren. Jetzt schauen wir uns vielleicht auch noch kurz die Rohdaten an. Ich habe schon gesehen, Josef Schaap hat sich da schon was notiert. In den Rohdaten sieht es folgendermaßen aus bei der Kanzlerfrage, also nicht hochgerechnet. Herbert Kickl hier bei 24%, Karl Nehammer bei 20%, Andreas Babler in den Rohdaten sogar überhaupt nur bei 14%, Beate Meindl-Reisinger kommt auf 11%, Werner Kogler auf 3%. Aber die anderen oder weiß nicht 28%. Und da haben Sie sich irgendwie ein fettes Rufzeichen daneben gemacht. Ein Drittel der Wähler knapp, sagt keiner von denen. Ja, zuerst einmal muss ich vorausschicken, es kann,
Ja, natürlich ist die SPÖ regierungsfähig und politikfähig. Man beweist das gerade in Ländern, in denen sie in der Regierung ist. Sie beweist es, indem sie Bürgermeister in Gemeinden hat. Das stimmt ja alles nicht. Und sie beweist es vor allem mit ihrer Arbeit als sozialdemokratische Gewerkschafter bei den Lohnabschlüssen und bei all diesen Auseinandersetzungen. Das ist ein eindeutiger Beweis. Das brauche ich extra sagen. Und daher nehme ich das jetzt als eine agitatorische Wortmeldung von Peter Westenthaler. Aber nicht, aber das, was mir auffällt, ist, bei der Kanzlerfrage Rotdaten, 28% wollen überhaupt niemanden. Das ist keine Empfehlung, muss ich mal sagen. Das ist mehr, als der Kickl in den Rotdaten für den Kanzler hat. Ja, der hat 24% und 28% wollen eigentlich überhaupt niemanden. Ja, und wenn ich dann auch die geglätterte Hochrechnung sehe, selbst die 31% sind nicht einmal die Hälfte von dem, was der Franz von Nitzke gehabt hat, wie er Bundeskanzler war. Also man sollte das alles schon in dem Vergleich auch betrachten. Und ich bin, auch wenn ich das total mag, wenn wir seit Jahren da sitzen und oft Übereinstimmungen haben, aber nicht immer. Aber nur wenn ich her, so halber die Heiligsprechungen, das ist ein Blödsinn. Ja, es gibt in der Politik niemanden, der hart an der Grenze des Heiligen vorbeischrampt, der oder gar noch das ist, sondern man sollte da durchaus kritische Reflexionen. Was mich vielleicht stören würde, ist, wenn der Van der Bellen, der Bundespräsident, da vielleicht eine Schwäche hätte, die Grünen da irgendwie als Dritten irgendwo zu empfehlen, das kann man schon gar nicht vorspielen, nicht weil ich die Grünen nicht mag, sondern du musst ja schauen, dass wenigstens ein Gewinner bei zwei, die ein Minus gehabt haben, dann in so einer Dreierkonstellation ist, sollte diese überhaupt kommen. Das muss man sagen, es gibt genug Kräfte in der ÖVP, aber nicht nur dort, die sagen, ja, was soll das, probieren wir es doch mit der FPÖ, weil da stimmt die gesamte Wirtschafts- und Steuerpolitik mit uns überein, das haben die abgeschrieben, das finden wir eh super. Also die wird es ja nach wie vor geben, diese Kräfte, die sich da bemühen wollen und das einbringen wollen, aber dass das alles keine Superdaten sind und zwar in der Summe keine Superdaten sind, auch nicht für den fast heilig gesprochenen am ersten Platz, das muss ich schon auch betonen, damit wir uns da nicht hineinlaufen in eine, wie du sagst, Sackgasse, was mich nicht trifft, ich bin Fußgänger, ich komme immer aus einer Sackgasse raus. Ich empfehle dir, geh auch zu Fuß in die Sackgasse, in der du gerade bist, dann kommst du vielleicht auch leichter raus, aber es ist jedenfalls eine echte Empfehlung ist da momentan nicht erkennbar. Es zeigt schon auch einen gewissen Grund, eine gewisse Grundfrustration in der Bevölkerung. Und bei allem, was ich nicht in Ordnung finde bei der Stellungnahme, die der Fussi da gestern gebracht hat, aber da waren der eine oder andere Punkt drinnen, den auch ich und viele andere auch schon längst in der Öffentlichkeit geäußert haben, wo sie gemeint haben, also da sollte man gewisse Überlegungen anstellen. Jetzt prioritär ist, die österreichische Wirtschaft in Schwung bringen, schauen, dass es ein Wachstum gibt, dass die Beschäftigung wieder ansteigt und nicht weiter zurückgeht, schauen, dass der Standort besser gesichert ist, schauen, dass wir im Wettbewerb auf europäischer und globaler Ebene besser bestehen können. Das ist das, was auch immer das Zentrum sozialdemokratischer Politik war. Hannes Andrasch, um also ein Beispiel zu nennen, Franz von Nitzke und andere, wo die genau gesagt haben, und der Bruno Kreisky, um Gottes Willen keine Arbeitslosen, ja, die ganze Krise in der Zwischenkriegszeit, der ganze Faschismus, das alles hat als einer der Basiselemente gehabt, Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit. Das braucht niemand. Und deswegen in Koppelung nur mit einer Berücksichtigung der Erfordernisse aus der Klimakrise und der Erfordernisse der Kaufkraftsicherung durch mehr soziale Gerechtigkeit. Es ist ja nicht nur eine idealistische, viele der SPÖ sind da sehr idealistisch in der Frage, aber da geht es vor allem auch darum, dass die Kaufkraft da ist und dass die das nicht sparen, ja, wie man es jetzt kritisch hört, sondern dass die das nehmen und dass die kaufen und konsumieren. Leistung, Aufstieg, Sicherheit. Das ist das Entscheidende. Da bin ich optimistisch. Die Daten selbst begeistern mich nicht. Das ist völlig richtig. Jetzt muss man mal immer, wenn der Josef Schapp entweder in die Vergangenheit oder in die Wirtschaft abgleitet, oder in die Zukunft. Da ist ein bisschen eine Zukunft, habe ich nicht verkehrt, weil ich nicht weiß, wer da kommt. Ist es der Fuß, ist es diese Marxisten-Sekte? Wenn du willst, sag, du hast einen Wunsch frei. Ist es die Marxisten? Alles, alles nicht meins. Also der links-linke Fuß, dieses Chamäleon, das schon bei allen Parteien war. Oder die Marxisten-Sekte um den Babler herum, die nicht einmal bis 600 zählen können. Am letzten Parteitag zählt haben diese verzählen bei Stimmen. Und denen soll man die Wirtschaft anvertrauen, eine gute Nachkommen. Sind Idealisten, nicht den Herrn Moser, der wird dann Verkehrsminister aus der SPÖ, na gratuliere, ganz super.
paar Sachen. Ich tue immer ein paar Namen droppen, damit man auch weiß, dass dieses Papier schon seine Wahrheit hat. Josef Tschapp, nur zur Richtigstellung, weil da wieder mal, nimm es mal nicht übel, also ein blanker Unsinn, den du da vergleichst mit Ranitzky. Sei nicht so hart in der Kritik. Nein, das muss ich jetzt wirklich sagen, weil du, das ist die Leute für dumm zu verkaufen. Warum? Na, wirklich. Weißt du warum? Du sagst, du hast wortwörtlich gesagt, der Ranitzky ist ja viel höher. Der hat 68% in den Umfragen. Da war aber Bundeskanzler, lieber Josef Tschapp. Mhm. Der Herbert Kickl ist Oppositionschef. Der wird hier nicht abgefragt in seinem Amt als Kanzler. Da wird er wahrscheinlich auch über 60% in 5 Jahren liegen. Aber der wird als Oppositionschef, und du vergleichst die Abfrage eines Oppositionschefs mit einem amtierenden Kanzler aus der Vergangenheit, Ranitzky, der damals natürlich in der Kanzlerfrage höher gelegen ist. Das hast du da aber geschätzt. Aber der Wahnsinn in der jetzigen Umfrage, historisch einzigartig, und das musst du mal zur Kenntnis nehmen, ist, dass es in der Geschichte noch nie so war, und das mittlerweile seit 2 Jahren, dass ein Oppositionschef aus der Opposition heraus in allen Umfragen der Kanzlerfrage Nummer 1 ist und den amtierenden Kanzler bloßstellt und in den Schatten stellt. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Da kannst du nicht vergleichen, an Ranitzky im Amt mit einer Opposition. Also absurd in Wahrheit, das kannst du einfach nicht machen. Ein Denkfehler, aber okay. Aber ist ja auch verziehen in der Situation, wo die SPÖ ist. Nur einmal, ich habe wenig gehört eigentlich zur Abfrage des Herrn Babler. Ich weiß nicht, du hast schon gehört, du kümmerst dich mehr um die anderen. 14% in den Rotdaten. 17% in der Sonntagsfrage, das ist ja alles der gusseiserne Bestand. Und jetzt müsstest du dich, du warst einmal einer in der Vergangenheit mit den drei Fragen, jetzt bin ich in der Vergangenheit, die du den Kehrer gestellt hast, weil du gesagt hast, so geht es nicht mehr weiter. Und als solcher haben wir die kennengelernt und schätzen gelernt, viele Zuschauer übrigens auch, die sich wundern, wie kann eigentlich ein Josef Tschapp 2 Jahre lang jetzt mittlerweile diesen Zustand der Sozialdemokratie und dann auch den Babler so verteidigen. Du musst ja endlich jetzt auch zum Schluss kommen, dass das, was Fussi sagt, zumindest der innerparteiliche Befund, erbärmlich, mit all den Beispielen, die er nennt, einfach richtig ist. Ich bin kein Fussi-Freund, er nicht von mir und ich nicht von ihm. Und politisch sind wir ganz weit auseinander. Aber sein Befund ist richtig und den muss man unterschreiben. Und eine Sozialdemokratie, die etwas auf sich hält und die vielleicht sogar in eine Regierung kommen will, die muss den Herrn Babler dorthin räumen, wo er hinkehrt, nach Hause, wo er sein Leninbüste stehen hat, da kann er dann putzen, abstauben jeden Tag. Das ist keine Führungspersönlichkeit. Und das wissen mit der alle, nur diese 5 Hanseln und er nicht, diese marxistische Sekte, die Österreich in Wahrheit mit ihren Wirtschaftsthemen, und jetzt haben wir wieder bei den Themen, in den Abgrund führen wird, und zwar schnurstracks. Ja, stell dir vor, wir haben jetzt 6,6% Arbeitslose, und Unternehmungen, die unter der hohen Steuerbelastung leiden, unter den hohen Lohnkosten, unter dem alles, was da ist, alles, was da im Moment ist, Wettbewerbsnachteile. Und auf einmal kommt der Herr Babler um die Ecke und sagt, so, jetzt arbeiten wir nur mehr 32 Stunden bis Donnerstag und das beim selben Lohn. Das ist derselbe Lohn, das heißt mehr Lohn und weniger arbeiten. Da macht es einen Duscher, da hast du plötzlich übers Wochenende, du musst zwar am Freitag nicht mehr arbeiten gehen, dann als Arbeitnehmer, 32 Stunden, aber am Montag bist dein Job los. Das ist der Herr Babler. Dann macht es einen Duscher und du hast plötzlich nicht mehr 350.000 Arbeitslose, sondern 1 Million. So einfach geht das, wenn sich die Betriebe hier aufgrund der sozialdemokratischen Rechnerei, Rechnen haben sie noch nie können, absiedeln und verschwinden aus dem Land. Eh schon jetzt schlecht genug, weil schon die jetzige Regierung in Wahrheit unfassbar das Land gegen die Wand gefahren hat. Unfassbar. Und jetzt die ganzen Falotten da aus den WIFOs und IHS nur die Reiberleiter machen. Diese ganzen Pseudowissenschaftler, der Herr Bonin und wie sie alle heißen und der Herr vom WIFO, der jetzt so gefeiert wird, weil er schon neuer Minister werden will. Die haben alle mitgespielt, dieses Land zu belügen vor der Wahl. Ein riesiger Wahlbetrug, der da stattgefunden hat. Das muss man einmal sagen, dass die erst 4 Tage nach der Wahl mit diesen wirklichen und echten Prognosen rausgerückt sind. Und da braucht es jemanden, der da dagegen hält. In Wahrheit, letzter Satz, müsste eigentlich, wenn die Sozialdemokratie noch alle Tassen im Schrank hat, müsste am 24. Oktober unmittelbar nach diesen Angelobungszeremonien, die da stattfinden, sofort diese Regierung mit einem Misstrauensantrag mit den Stimmen SPÖ und FPÖ in die Wüste geschickt werden. Und wenn man sich schon nicht einig, dass man die Regierung in die Wüste schickt, dann zumindest den Finanzminister, der uns das eingebrockt hat und der die Menschen auch geschwindelt hat, der jetzt plötzlich EU-Kommissar wird. Das wird aber nicht passieren, weil die Sozialdemokratie sich mit Haut und Haaren schon verkauft hat an die ÖVP und unter den Teppich reingerührt und alle ihre Grundsätze über Bord wirft und da sticht Fussi richtig hinein. Ich werde ein Riesenproblem kriegen. Ja, ich finde, das habe ich sogar am Wahlabend gesagt,
Ich bin natürlich dafür, dass du eine Richtungsdebatte führen musst in der SPÖ. Du kannst ja nicht sagen, 21% ist leiwand und das nächste Mal da mal die buntere Plakate aufpicken und dann wird es besser. Es ist falsch. Ja. So, wenn du aber eine Richtung, du musst eine Richtungsänderung machen. Die Richtungsänderung wird betreffen die Steuerpolitik. Mhm. Ja, du kannst da nicht jetzt die Unternehmer der großen Besteuern anfangen. Es ist ein Unsinn. Wenn die Vermögens- und Erbschaftssteuer nicht mehrheitsfähig ist, dann verschiebst du das und machst das zu einem anderen Zeitpunkt, wo dann der Ruf nach der Vermögens- und der Erbschaftssteuer so laut ist, dass man es dann macht. Ja. Ich sag's, nein, du musst ja das einmal realistisch, ja auch sehen. In der Migrationspolitik musst du schauen, dass das Papier auch wirklich umgesetzt wird, das die SPÖ. Das hat man nämlich nicht kommuniziert im Wahlkampf. Asylanträge außerhalb der EU, viel härter Abschiebungen dort, was notwendig und berechtigt ist, Kritik am Europäischen Gerichtshof und seine letzten Entscheidungen, die einfach von der Judikatur her realitätsfern sind und. Also da fordert man ein paar Sachen ein, wo dieser alte Grundsatz, wo der Weg zurück in die politische Mitte dann mit dem Leistung, Aufstieg, Sicherheit und einer Wirtschaftspolitik die Beschäftigung schafft und einer Bildungspolitik, die also da auf die Erfordernisse der Zeit mehr eingeht, als das bislang der Fall war. Weil da könnte das jetzt stundenlang kritisieren, was die zwei Regierungen, vorher Schwarz-Blau, Schwarz-Grün, letztendlich also da alles gemacht haben. Das ist das. Und dann ist die Frage zu stellen, während diejenigen, die an der Spitze sind, diesen Richtungswechsel mitvollziehen, dann werden sie das machen. Und wenn sie es nicht machen, wird es mehr andere machen. So einfach ist das. Und nicht, dass man sich herstellt und sagt, na, für die Bühne oder fürs Publikum, dann irgendwelche Gesichter auswechseln, der Personen auswechseln, dann wird schon automatisch alles besser. Falsch. Nichts wird automatisch besser. Du musst erst einmal wissen, womit du die Herzen der Menschen wieder ansprichst. Du musst einmal wissen, wie du das mit welchen Themen machst. Und vor allem, sage ich dir noch was, wo man die 100.000 Nichtwähler, die die Blauen gekriegt haben, wo man die vielleicht ansprechen kann, dass sie das nächste Mal zu den Roten gehen. Oder die 80.000 Nichtwähler oder 80.000 ehemalige SPÖ-Wähler, die Nichtwähler wurden, wie man die ansprechen muss. Die brauchen eine andere Botschaft. Die brauchen einen Richtungswechsel an politischem. Das wirst du nicht rumkommen. Und jeder, der das nicht sieht, der wird im Museum der Sozialdemokratie landen. Ja? Und der das sieht, der wird zukunftsfähig sein. Und dann wirst du da sitzen und wirst erklären müssen, warum, ich würde da warum viele von euch zu uns kommen. Das ist eine Utopie. Gefällt mir. Die SPÖ wird so lange keine Wahlen gewinnen, solange sie in eine Verliererkoalition eingeht mit der ÖVP, als mit dem historisch höchsten Ergebnis. Solange sie den Wählerwillen nicht akzeptiert, wird sie keine Wahlen gewinnen. Da kann sie noch so die Hosen holen. Der Bundespräsident ist der Bundespräsident. Aber ich bin bei dir. Ich bin bei dir, die SPÖ kann ja nur sich entleiben und die Hosen, das nennt man Hosen runterlassen. Nein. Das heißt, all das, was der Babler im Wahlkampf ausgeblärt hat auf diesen Plätzen mit überschlagender Stimme, kann er sich einrechsen. Das sind die Vermögenssteuer, das sind wie du jetzt sagst, die Unternehmenssteuern, einrechsen. Die 32-Stunden-Wohnung, einrechsen. Ich packe deinen Rucksack noch voll. Ja, nur die Sozialpartner. Darf ich deinen Rucksack noch weiter anfüllen, was er sich alles einrechsen kann? 100 km/h auf Autobahnen, einrechsen. Drogenfreigabe einrechnen. Mindestens, ist nicht lang. Das aber ist nein, das, was der Herr Babel in seinem Programm stehen hat. Na, selbstverständlich. Nein. Er selber will Cannabis liberalisieren in dem Land, skandalöserweise. Die Mindestsicherung, tausende Euro für Menschen, die keine Staatsbürgerschaft haben und die hier nicht arbeiten. Auch das ist nicht 4.500 Euro für eine siebenköpfige syrische Familie. 7.200 Euro würde die SPÖ. Das nennt man, lasst so richtig die Hosen oben. Und kriegt und dann sagt er noch, was der Babler sagen müsste, damit er wirklich in die Regierung kommt, Festung Österreich, Asylstopp, kann mir einlassen. Das ist ein guter Tipp noch für den Babler. Der kommt eh schon gekrochen. Wie er schon gesagt hat, dann wollen wir besprechen. Ja, schon. Und wie er jetzt sagt, kein Wort, keinen Pieps gibt er mehr von sich, nichts mehr sagt er, weil er genau weiß, ja, jetzt geht es um Amt. Da lohnt man 17.000 Euro Job als Sozialminister. Na, gratuliere. Gute Nacht, Österreich. Eine entleibte SPÖ, die eine Obmann-Debatte am Hals hat, eine evidente Obmann-Debatte, wo wir erst in 3 Monaten erfahren, wer überhaupt Obmann wird. Später dann noch einmal 3 Monate abgestimmt werden muss über Koalitionsübereinkommen. Das ist ein super stabiler Partner und das ist die Zukunft der SPÖ. Wieso glaubst du? Ich wünsche euch alles Gute. Nein, aber schau, ich meine,
wahnsinnig gern, ich schreibe sogar manchmal mit bei deinen Ratschlägen. Du hast manchmal ganz gute Ratschläge. Nein, ich übernehme nur das, was Sozialdemokraten sagen. Was ich nicht gut finde, ist, warum muss die innerpolitische Auseinandersetzung ohne Hosen stattfinden. Das verstehe ich. Ja, weil das du runterlässt. Nein, da wird nichts runtergelassen. Du versagst alles. Ja, weißt, die armen Zuschauer, die stellen sich gerade vor, dass du da ohne Hosen sitzt. Alle, ich sag da, ist noch schlimmer, der Babler hat keine Hosen mehr. Das ist schlimmer. Bei mir habe ich einen guten Körperbau. Aber der Herr Babler stellt einmal den. Wir haben auch einen ästhetischen Auftrag, einen kulturellen Auftrag, und es geht nur mit der Hose und nicht ohne Hose. Ja, und daher sage ich da, der Kurswechsel wird kommen, das kann ich da jetzt schon sagen, der wird für euch schmerzhaft sein, wenn nicht mehr dann diese Automatik ist, Unzufriedene sind wieder Nichtwähler oder Nichtwähler, die unzufrieden sind, gehen zur FPÖ, ist ja kein Naturgesetz, sondern das ist der Ausdruck einer bestimmten Politik, die da nicht gemacht wurde und die ihr gemacht habt. Eigentlich muss drauf, macht es die Ampel. Und nächstes Jahr sehen wir uns im Oktober bei der Wahl wieder. Ich mache gar nichts. Und der Herr Ludwig die nächste Flasche am Kopf bekommt. Die einzige Ampel. Und dort so richtig abgewatscht. Die einzige Ampel ist schon besser. Auf der Kreuzung unten. Ihr gehört, der Herr Ludwig schaut immer zu. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder, weil da haben wir nämlich die nächste Runde mit Champ und Bestenthaler. Sind wir dann bei 36? Bei uns geht es jetzt auf jeden Fall gleich weiter und zwar mit Veronika Born-Mehner und Leo Lugner. Auch die diskutieren gleich, wie ich die beiden kenne, wahrscheinlich sehr heftig, zur Frage, hätte VDP, also hätte der Bundespräsident Herbert Kickl einen Regierungsauftrag geben sollen oder ist es richtig, was er gemacht hat? Ganz kurze Pause, dann geht es gleich weiter.